Grüßt euch und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge Holzfuchs. Ja, beim letzten Video habt ihr es schon gesehen. Es kommt jetzt an, oder es wird schon langsam farbig. Und so machen wir heute weiter. Letztes Mal haben wir die Einzelteile, Tank und so weiter, also alles, was, oder die größeren Teile, die orange werden sollen, haben wir im letzten Video behandelt. In diesem Video schnappen wir uns den Kran. Wenn es euch interessiert, bleibt dabei, dürft ihr mir gerne zuschauen. Bis gleich! Wow, wie eingangs schon erwähnt, heute geht es an die Lackierung vom Kran. Von der Karosserie, sage ich jetzt einfach einmal, also vom Grundgestell vom Kran selber. Der sollte ja schokobraun werden, zumindest größtenteils schokobraun werden. Und ja, jetzt wird man das erste Mal vorbereiten, das heißt, nicht sauber waschen, damit die ganzen alten Fettreste mal runtergingen. Dann werden wir noch ein bisschen was anschleifen, da wo der Lack und der, also der alte Lack und der Rost recht locker sitzen. Werden wir mit der Trockbürste ein wenig behandeln. Und dann geht es auch schon los. Diesmal mache ich es ein bisschen anders. Diesmal werde ich ihn an dem Stellplatz, wo normalerweise der Dicke steht, lackieren. Aus dem einen Grund, es ist wieder etwas windiger geworden und da im Freien, ja, da würde ich auch das Umfeld farbig und das möchte ich eigentlich vermeiden. Da würde ich sagen, spart man nicht mehr lang, dann packen wir es.
Burschen, ist er jetzt. Ich habe mir jetzt draußen noch ein bisschen abtropfen lassen und jetzt hat er noch ein bisschen Zeit, dass er abtrocknen kann. Ich lasse ihn jetzt über Nacht stehen. Werde jetzt noch mit dem Meißel ein bisschen die letzten Schweißspritzer, die ich während der Waschung noch entdeckt habe, entfernen. Da habe ich ein bisschen eine Allergie gegen Schweißspritzer, die, wenn ich sehe, die ärgern mich, solange ich dieses Gerät betreibe. Und ja, da bin ich ein bisschen kleinlich, aber ist egal. Da habe ich jetzt leicht noch Zeit. In der Zwischenzeit kann der Kran noch trocknen. Und wir sehen uns dann morgen früh, wenn es losgeht in der Behelfslackiererei mit den Vorbereitungen dann fürs Lackieren. Der erste Durchgang ist jetzt soweit fertig. Wundert euch nicht, heute mit Maske. Hat den Grund, beim letzten Mal war ich ja im Freien, wie ich die orange Farbe gespritzt habe. Und ja, da haben wir gedacht, ab ist eh im Freien, brauchst keine Maske nicht. Naja, erst war es beim Nasenputzen orange und dann ist irgendwo ins Blöd gekommen. Das brauche ich nicht, die Masken habe ich, ob es jetzt drin liegt oder ob ich es aufsitze. Das ist jetzt nicht so dramatisch, das ist eh nicht so heiß. Das geht schon. Ja, also der erste Durchgang war jetzt wieder die Grundierung, nenne ich es jetzt mal, mit dem Rostumwandler, Rostio. Wenn es euch interessiert, steht unten in der Infobox. Das muss jetzt trocknen. In der Zwischenzeit richte ich das ganze Glattzeug ein bisschen her, wo es dann noch separat lackiert werden muss. Und dann sehen wir uns wieder, wenn wir die Deckleiter aufbringen. Ja, jetzt ist es finster geworden, ja, tut schon an. Aber ich bin so weit gekommen, wie ich kommen wollte. Die Karosserie, also der Grundrahmen, sage ich jetzt einmal, der Träger vom Kran, der ist jetzt lackiert. Das war eigentlich auch mein Tagesziel. Und zwar, er ist in beide Farben lackiert, sowohl im Schokobraun als auch in Orange. Leider sieht man es jetzt dann hinter mir nicht. Vollumfänglich, ich habe das meiste abgeklebt, weil das Orange ist noch relativ frisch. Das lasse ich jetzt auch noch, das hat jetzt eine Zeit zum Trinken, bis zum nächsten Mal. Und genau, ansonsten möchte ich jetzt noch kurz was zum Lack sagen.
Also das Schokobraun war RAL 8017, also 8017, ist eine RAL-Farbe. Haben wir so in der Abstimmung schon bereits diskutiert oder habt ihr euch ausgesucht. War auch meine Favoritenfarbe, muss ich ganz ehrlich sagen. Und zwar ist die im Glanzgrad in Stumpfbraun. Also stumpf, das ist das Stumpfmatt, Entschuldigung, nicht Stumpfbraun, Stumpfmatt. Das matteste Matt, das auf dem Farbmarkt gibt. Ich bin gespannt aufs Ergebnis, also wirklich sehr gespannt. Das eine oder andere Bauteil habe ich schon gesehen, aber natürlich sieht man es erst, wenn es dann wirklich in der ganzen Fläche wie's zur Geltung kommt und vor allem wie es dann auch im Orange oder mit dem Orange wirkt. Das Ganze war in zwei Komponenten PU-Lack, PU-Acryl-Lack. Der ist extra für Landmaschinen oder stadtbeanspruchte Maschinen ist der Lack angepriesen worden. Ich bin gespannt. Sehen wir schon, was er aushält. Er hat sich sehr schön verarbeiten lassen. Es war ein bisschen eine Baustelle mit dem Mischen, weil natürlich zwei Komponenten, also der Härter, der Lack, dann umrühren, dann brauchen wir doch ein bisschen eine Menge und dann muss der verdünnen noch dazu. Aber gut, hat alles funktioniert. Auch mit meiner Spritztechnik, die ich ja beim letzten Mal schon vorgestellt habe, funktioniert das recht gut. Hat eigentlich recht schön hingehauen. Wie gesagt, aufs Endergebnis bin ich genauso gespannt wie ihr. Das war's für heute schon wieder gewesen. Ich hoffe, es war wieder für jeden, was dabei ist. War einigermaßen unterhaltsam für euch. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like da. Am besten sogar noch ein Abo, wenn ihr es noch nicht da habt. Bestimmt habt ihr mich schon abonniert. Und ansonsten bleibt mir nichts mehr zu sagen. Alles danke, dass ihr so lange dabei bleiben seid. Und bis zum nächsten Mal. Euer Holzfuchs.